Ja, Leute, ich bin's wieder, eure Shoyuki hier und willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed. Wir nähern uns auf jeden Fall dem Finale, denn wir versuchen Robert de Sable bei, nicht sein Begräbnis, bei einem Begräbnis zu treffen. Sagen wir es mal einfach so. Ich hoffe, die Aufnahme wird auch nicht unbedingt so ruckeln, da ich jetzt nochmal die Einstellungen von meinem Aufnahmegerät geändert habe, weil die Kodierung ein bisschen zu hoch war. Und in der Hoffnung, dass ich jetzt ein bisschen etwas runtergeschraubt habe, dass es nicht anfängt zu ruckeln. Also ich versuche eigentlich, das Spiel auch heute schon durchzubekommen, denn viel fehlt uns gar nicht mehr. Wie gesagt, wir sind ja auch nah am Finale dran. Aber ich mache noch einmal zwischendurch einen kleinen Stopp, um nochmal zu gucken, ob die Aufnahme auch wirklich in Ordnung ist. Na gut, ich möchte auch gar nicht weiter labern. Wir gehen jetzt zum Friedhof, wo wir de Sable treffen sollen. Ich markiere mir das hier einmal, damit wir auch wissen, wo lang wir müssen. Und zu sehen, dass das auch noch ein Ticken weiter hinten ist. War hier nicht gerade eben eine Wache? Nein, ich werde paranoid. Da war doch eine Wache, aber es war nicht die Wache, die ich eigentlich meinte am Dach. Komm, Alter hier, wir beeilen uns. Wir haben keine Zeit. Wir wollen natürlich schnell unsere Aufgabe erledigen. Und ich habe sogar diesmal daran gedacht, die Zwischensequenz zwischen Malik und mir vorher, also noch schon aufzunehmen, aber nicht vorher die Einladung zu sprechen. Also ein Hurra an mich. Gut. Oh, 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 oh. Nein, da wollen wir nicht hin. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen am besten unbemerkt dahin gehen. Bevor wir hier auf einmal verprügelt werden von 20 anderen wieder. Es ist immer so. Es ist pures Mobbing. Genauso wie das hier da drüben. Meine Herren, sollen wir es machen? Wir machen es einfach mal. Der lieben Dame hier zu helfen. Ich meine, wir haben ja ein gutes Herz, oder? Ich finde ja. Also los. Au, au, okay. Ich wollte eigentlich den linken. Genau den. Aber du hast mich so ein bisschen paralysiert. Oh, da ist ein Templer. Wisst ihr, was mich auch wundert? Warum die Leute erstmal beim ersten, hier so, beim ersten versteckten Klingenstich, sag ich jetzt mal, noch ziemlich ruhig bleiben, aber erst bei der zweiten Person hier so ausflippen. Genau so. Liebe Dame, ich mach dir nichts. Ich hab jetzt keine Waffe mehr in der Hand, okay? Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Sehr schön. Wir haben den Bürger gerettet, haben Partisanen hinzugewonnen, neue Freunde und einen neuen Wächter, der uns zwar prügeln möchte. Ah, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh, okay. Er hält ihn fest. So ist es perfekt. Achso, nicht markieren, Alter ihr. Nicht markieren. Wir müssen jetzt los. Und wir beeilen uns jetzt, indem wir hier schnell von dannen ziehen. Damit wir auch gut zum Friedhof kommen. Und wir laufen in die genau falsche Richtung. Das ist nicht gut für den Friedhof. Lass uns hochklettern. Da kannst du nicht hochklettern. Was? Was? Alter, ihr. Los. Oh, nein. Okay. Die haben uns gesehen. Yep. Ich möchte nicht sterben. Auf geht's. Wir gehen hier entlang. Alter, ihr. Komm. Ja, genau. Komm, bevor sie mir den Stein auf uns werfen. Ja. Nein, 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 nein. Oh, noch geschafft. Oh, Gott. Mein Herz. Ah. Ich kann das nicht vertragen. Leute, bitte lasst mich. Da ist die Flagge. Bitte lasst mich. Ich habe euch nichts getan, okay? Oh nein, sie haben mich gesehen. Heidewitzke, kriegt mich nie. Okay. Hier ist kein Ausweg. Ja, ich werde müde. Bitte, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich muss zum Friedhof. Bitte, bitte. Leute. Meine Schawede. Oh. Wir sind einfach durch den Balken geschlüpft. In Ordnung. Hier, hier. Da können wir hin. Da können wir hin, Alter, ihr. Nein, hier können wir doch nicht mehr hin. Ah. Alter, ihr. Ich hasse dich. Weißt du das? Oh. Das ist mir gerade ein bisschen zu viel hin und her. Ich bin doch erst gerade reingekommen. Leute, tut mir das nicht an. Ich wollte nur einer netten Dame helfen. Zack. Dovi. So, auf geht's. Hier. Da lacht einer so schelmisch. Hört ihr den? Ich weiß gar nicht, ob ihr den hört.
Das ist immer so eine Sache. Kommt der nicht näher. Oh, oh nein, er hat uns gesehen. Nee, nee, nee. Okay. Wenn es geht, lassen wir den lieben Herrn natürlich in Ruhe. Wir sind ja ein ruhiges Gemüt, würde ich sagen. Und wir sind ja auch gleich beim Begräbnis. Ich sehe schon, ich sehe schon. Die ganze Bande hier. Huch! Nein, hoch, Alter, ihr. Hoch. Wir müssen so ein bisschen... Oh nein. Wer sieht uns gerade? Keiner hoffentlich. Aua. Hey, wir haben kein Leben verloren. Okay, dann war es doch kein so großes Aua. Okay, ganz kurz hier runter. Ja, Erinnerung wird momentan aufgezeichnet. Bitte nicht aufzeichnen. Wir sind noch nicht da. Jetzt, oder? Armin! Wir sind hier, um den Verlust unseres geliebten Majid Adin zu betrauern. Der zu früh von uns genommen wurde. Ich weiß, dass sein Tod Trauer und Schmerz in euch weckt. Aber trauert nicht. Denn so wie wir aus Mutters Schoß geboren werden, so müssen wir alle eines Tages diese Welt verlassen. Das ist der Lauf der Dinge. Wie der Auf- und Untergang der Sonne. Nutzt diesen Moment. Denkt nach über sein Leben und dankt ihm für seine guten Taten. Wisset, dass ihr ihn einst wiedersehen werdet im Paradies. Wie ihr wisst, wurde dieser Mann ermordet. Wir haben nach seinem Mörder gesucht, aber das erwies sich als schwierig. Diese Kreaturen suchen den Schatten und fliehen vor jenen, die sich ihnen offen entgegenstellen. Doch heute nicht. Denn es scheint, einer von ihnen weilt unter uns. Er verhöhnt uns mit seiner Gegenwart und muss dafür zahlen. Packt ihn! Bringt ihn nach vorne, auf das Gottes Gerechtigkeit ihn treffen mag. Woher wusstet ihr, dass ich das bin eigentlich, ja? Das interessiert mich schon die ganze Zeit. In Ordnung. Ja? Möglicherweise sind wir in eine Falle getippt. Aber gar kein Problem. Hauptsache, wir kriegen... Oh, oh Gott! Ich habe gerade nicht gemerkt, dass du mich gegriffen hast. Hauptsache... Leute, aufhören, bitte! So, Salat Adin, müssen wir gucken, ob wir ihn jetzt schnappen. Salat Adin, sag ich schon. Robert de Sable. Der hier schön hinter uns gerade steht und wartet, bis wir von seinem Bogenschützen auch noch abgeschossen werden. Wie hinterhältige Schweine. Hey, geh weg. Schnell. Liegen bleiben. Nein, wir müssen aufpassen, dass wir nicht von zu vielen Feinden geschnappt werden. Das Problem ist nämlich, ich weiß gar nicht, ob wir die netten Bogenschützen vorher ausschalten hätten können. Bevor die Zwischensequenz da war. Okay, ich muss ganz kurz schnell. Das klang sehr nett. Okay, wir müssen uns beeilen, Leute. Okay, ich möchte jetzt nicht unbedingt sterben. Ah, verdammt! Gerade wo ich es gesagt habe. Wo starten wir jetzt? Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern. Man muss natürlich jetzt aufpassen, dass wir eigentlich die Bogenschützen immer zuerst schön wegbekommen, ne? Weil die Bogenschützen sind es meistens, die sehr viel Schaden an uns anrichten. Und bei denen wir jetzt, um ehrlich zu sein, unsere Probleme haben werden. Genau deswegen. Ihr Säcke. Aber das ist doch ein netteres Kampfgebiet, oder? Ich meine, hier sind so wenig Bogenschützen, die uns angreifen. Alle zwei in der Horde. Aber Horden kennen wir ja. Das ist ja gar kein Problem für uns. So. Um Robert können wir uns zum Schluss. Lass mich los! Nein. Alter, ihr. Komm, bisschen wehren. So ist es richtig.
So, ich muss immer ganz kurz aufpassen, wo Robert ist. Ich finde es sehr angenehm ohne Bogenschützen, gebe ich zu jetzt gerade. Ich glaube, das war die beste Entscheidung, die wir hätten treffen können. Auch wenn wir gerade halb tot sind. Ist es in Ordnung? Lass mich los! Also ich finde, Robert hat eine sehr sexy Stimme. Wollte ich nur mal sagen. Robert, möchtest du nicht mal vorbeikommen? Nachdem ich diese drei hier erstmal erledigt habe. Aua. Aua. Nein, 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 nein. Gönn mir doch diese letzten beiden. Ja? Erstmal die letzten beiden hier. Ja, genau. Den erstmal. Komm schon. Yes. So, Robert. Jetzt sind es nur noch du und ich zusammen. Ich möchte das Finale sehen. Und glaub mir. Ich gewinne. Ich kann aber nicht. Ich will eure Augen sehen, bevor ihr sterbt. Ihr habt wohl jemand anderen erwartet. Ist das Hexerei? Keine Hexerei. Wir haben euch erwartet. Robert musste nur genug Zeit gewinnen, um wegzukommen. Also ist er geflohen. Wir können euch euren Sieg nicht nehmen. Ihr habt unsere Pläne vereitelt. Zuerst der Schatz, dann unsere Männer. Die Kontrolle über das Heilige Land ist uns entglitten. Aber dann sah er eine Möglichkeit, um das Gestohlene zurückzuholen. Um eure Siege zu unserem Vorteil zu nutzen. Al-Mualem ist noch im Besitz eures Schatzes. Wir haben eure Armee schon zuvor fehlgeleitet. Wie auch immer Roberts Pläne lauten, er wird wieder scheitern. Ah, aber dieses Mal sind es nicht nur die Templer, mit denen ihr es zu tun bekommt. Sprecht klar. Robert reitet gen Azur, um seine Sache vorzutragen. Sarazenen und Kreuzritter sollen sich vereinen gegen die Assassinen. Das wird nie passieren. Dazu gibt es keinen Grund. Vielleicht gab es keinen. Aber ihr habt ihnen einen geliefert. Oder besser neun. Die Leichen, die euren Weg pflastern, sind Opfer beider Seiten. Ihr habt die Assassinen zu einem gemeinsamen Feind gemacht und damit die Zerstörung eures gesamten Ordens besiegelt. Gut gemacht. Nicht neun. Acht. Wie meint ihr das? Ihr wart nicht mein Ziel. Ich werde euer Leben nicht nehmen. Ihr seid frei. Aber folgt mir nicht. Das muss ich nicht. Ihr seid bereits zu spät. Mal sehen. Oh, das Mal sehen klang aber gerade komisch. Aha, aha. Natürlich weiß ich natürlich, dass das jetzt nicht der richtige Robert war. Wir sollten uns... Ah, wohl? Ist ganz chillig gerade. Keiner uns gerade so unbedingt hinterher. Natürlich wusste ich, dass das nicht Robert war, sondern natürlich eine... Okay, wir gehen mal hier entlang. Natürlich eine Falle. Aber ich will ja nicht immer alles vorenthalten. Oh, Flagge. Flagge, 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 Flagge. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Vielleicht kann mir das irgendjemand von euch beantworten, falls ihr das mal auf der Konsole gespielt hattet. Jedenfalls die ältere Version noch, weil das ist die Director's Cut Edition, die ich hier hatte. War der Dialog mit Marie, hieß sie ja, genauso? Weil ich kann mich eigentlich daran erinnern, dass sie ziemlich sauer war darüber, dass wir sie nicht getötet hatten. Vielleicht war das auch einfach mein Erinnerungsvermögen, das natürlich Schrott ist und nicht vorhanden, dass ich das gedacht hätte. Aber es hat mich jetzt gerade irgendwie gewundert, das zu hören. Dass sie auch weggelaufen ist, so sporadisch. Aber naja. Wir sind jetzt gerade noch unentdeckt, was ich sehr... Was ich sehr, sehr gut finde. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch zum Büroleiter. Wo lang geht er, der feine Herr? Nach hinten, dann ist das super. Wenn ihr jetzt zurückkommt, hat er ein Problem. So ist gut. Weißt du, solche Leute brauchen wir bei uns. Nein, verdammt! Ich hätte nicht damit gerechnet, dass da noch einer war. Ich hab nicht aufgepasst. Das war meine Schuld. Das war meine Schuld. Das war meine Schuld. Der hätte uns eigentlich auch sehen können, der nette Herr hier. Und? Ist sehr sicher anscheinend. So. Okay. Das war Prävention, bevor noch mal sowas passiert. Das musste sein. Verdammt! Wer hat uns denn jetzt gesehen? Oh, okay, Bogenschützen. Hätte ich mir irgendwie denken können. Zack. Ihr kriegt mich nie. Niemals. Die sehen jetzt... Instant, wenn man einmal ganz kurz
ein paar Blicke auswechselt. Ah, seht ihr. Was hatte ich denn gesagt? Genau das. Alter, ihr? Bitte, bitte beeil dich. Bitte, 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 bitte. Ich möchte gerade nicht so unbedingt geschnappt werden und geschlagen werden. Das ist nicht so mein Stil, weißt du? Bitte lass uns beeilen. Am besten ganz kurz hier verstecken nochmal. Und das Büro. Huch. Achso, wir sind jetzt schon sicher. Oh, das hätte ich jetzt gerade nicht gedacht. Am besten schön unentdeckt mit nicht so vielen Leichen unterwegs sein. Komm schon. Oh, das war knapp. Sehr gut, wir sind gleich da. Ich sehe das Büro. Noch nicht, aber gleich. Oh nein. Nein, 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 nein. Alter, ihr, nach rechts, bitte. Nach rechts, bitte, 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 versuch es. Oh Gott. Ich bin nicht gewappnet für Krieg, Leute. Ich bereue alles, okay? Bitte lasst mich in Frieden. Lasst mich in Frieden. So. Bitte sag, es gibt hier irgendetwas, wo wir uns verstecken können. So wie das hier. Und das ist schön nah am Büro. So brauchen wir das. So ist es gut. Lass mich rein. Oh, ich sehe ihn schon. Er kommt vorbei. Er stratzt hier hoch. Er hat es wirklich geschafft, mir zu entkommen. Hat aufgegeben. Tja, ja. Wo bist du? Er ist schon wieder runtergeklettert. Ah, das ist gut. Schnell hoch, bevor die uns wieder entdecken. Ich will nicht so kurz davor wieder mich verstecken müssen. Nein. Alter, ihr runter. Perfekt. Malik, wir haben versagt. Es war eine Falle. Ich hörte, es gab Tumulte beim Begräbnis. Was ist geschehen? Robert de Sable war nicht dort. Er hat jemand anderes an seiner Stadt geschickt. Er hat mich erwartet. Ihr müsst zu Al-Mualem. Wir haben keine Zeit. Sie sagte mir, wohin er will. Wenn ich nach Maisyaf zurückkehre, könnte er Erfolg haben. Und dann würde er uns vernichten. Wir haben die meisten seiner Männer getötet. Er kann keinen offenen Angriff führen. Wartet. Sagtet ihr sie? Ja, es war eine Frau. Seltsam, ich weiß. Aber dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen uns auf Robert konzentrieren. Wir mögen seine Reihen geschwächt haben, aber der Mann ist gerissen. Er trägt seinen Fall Richard und Salah al-Din vor, um sie gegen einen gemeinsamen Feind zu vereinen. Gegen uns. Das müsst ihr falsch verstanden haben. Das ergibt keinen Sinn. Diese Männer würden nie... Oh doch, das würden sie. Und es ist unsere Schuld. Die Männer, die ich tötete. Männer beider Seiten des Konflikts. Wichtige Männer für beide Führer. Roberts Plan ist ehrgeizig, aber er macht Sinn. Und er könnte aufgehen. Seht doch, Bruder, die Dinge haben sich verändert. Ihr müsst nach Masyaf zurück. Ohne Erlaubnis des Meisters können wir nichts tun. Es könnte die Bruderschaft gefährden. Ich dachte, ihr hättet das nunmehr begriffen. Versteckt euch nicht hinter Worten, Malik. Ihr führt unser Credo und seine Dogmen wie ein Schild. Er verbirgt etwas vor uns, etwas Wichtiges. Ihr habt mich gelehrt, dass man nichts wissen kann, nur vermuten. Nun, ich vermute, unser Kampf gegen die Templer geht tiefer. Wenn ich mit Robert fertig bin, reite ich nach Masyaf, auf das wir Antworten erhalten. Aber vielleicht könntet ihr schon vorgehen. Ich kann die Stadt nicht verlassen. Dann mischt euch unters Volk. Befragt die Diener der Männer, die ich tötete. Findet heraus, was ihr könnt. Ihr habt scharfe Augen. Vielleicht seht ihr etwas, das mir entgangen ist. Ich weiß nicht. Ich muss darüber nachdenken. Tut, was ihr müsst, mein Freund. Aber ich muss gen Arsur aufbrechen. Jeden Moment, den ich zögere, gewinnt unser Feind an Boden. Seid vorsichtig. Das werde ich. Versprochen. Attentat beendet. Robert war nicht bei der Beerdigung. Nach Arsur reiten und Robert finden. Sehr schön. Wir haben jetzt alles Malik erzählt. Zum ersten Mal ist kein Ladebildschirm gekommen, da wir ja nicht nach Masyaf zurückreisen werden. Da ganz sicher langsam irgendetwas verborgen ist und Al-Mualim uns wahrscheinlich nicht wirklich was darüber erzählen wird. Ja, wie schon gesagt, ich werde jetzt erstmal ganz kurz einen Schnitt machen. Ich werde es heute noch zu Ende spielen.
Ich mache lediglich einen Schnitt, um zu gucken, ob die Aufnahme auch ja nicht ruckelt. Wenn sie ruckelt, tut's mir schrecklich leid. Dann versuche ich die Einstellungen wieder zurückzudrehen, damit die nächste Folge auf jeden Fall nicht mehr so sein wird. Aber ich muss aber sicher gehen, dass es auch wirklich nicht so ist. Das heißt, ich schalte hier gleich wieder nochmal ein und ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns nämlich gleich wieder. Auf Wiedersehen.